was den Reichtum der Gegend ausmacht, sind die Menschen. Oder wie Fontane sagt in dem zweiten Vorwort zu den Wanderungen durch die Mark Brandenburg, das Beste, dem du begegnen wirst, werden die Menschen sein. Projekte, die Beruf und Schule miteinander verknüpfen, nicht nur über Praktika, sondern tatsächlich auch über Fanjobs, über Mitarbeit, über gemeinsame Projekte, wo Unternehmen im Rahmen von Schulunterricht mit eingebunden werden. Das wird immer stärker zum Bestandteil auch des hiesigen Bildungssystems. Wir können diesen Standort nur erhalten, wenn wir die Mitarbeiter langfristig binden, aber auch ihre Familien, ihre Cousins, Onkel, Neffen, Kinder und so weiter und eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Also erstmal habe ich den Plan, hier bei Wölfermann weiterzuarbeiten. Wahrscheinlich auch so lange, wie es geht, weil hier sind auch viele ältere Leute und da müssen auch jüngere nachkommen, wenn die in Rente gehen. Also ich bin auch hier geboren und ich bin auch in der Region groß geworden. Und deshalb fühle ich mich schon verpflichtet, hier im Osten zu bleiben und weiterzuarbeiten. Ich habe mich für Wölfermann entschieden, weil es war sehr nah bei mir von zu Hause aus, war nicht so weit entfernt. Die Arbeitszeiten sind auch ganz gut und ja, deswegen. Eigentlich wollte ich mal Ingenieur werden, aber ja, Mechatroniker ist auch spannend. Oder? Das ist etwas, was uns natürlich hilft, Kinder auch zu motivieren, gerade auch Jungs zu motivieren. Und darüber hinaus ist Töffermann immer für uns ein Ansprechpartner, wenn es um Projekte in der Schule geht, wenn es um Unterstützung geht, die wir mitunter auch für den Förderverein benötigen. Also es ist schon schön, so einen Betrieb in der Partnerschaft zu wissen. Das gibt es an keinem anderen Ort, den ich kenne, dass so eng miteinander verflochten Lebensraum, Arbeitsraum und auch die Motivation, sich damit zu verbinden, gegeben ist. Und das gibt dieser Region in Neustadt wirklich ganz viel Charme. Und wenn Sie mit den Menschen hier ins Gespräch kommen, merken Sie auch, dass alles rund ums Pferd hier allgegenwärtig ist. Und das schweißt die Leute hier auch sehr zusammen.